Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Railway Empire. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sevenake und wir haben beim letzten Mal hier in Richtung Grand Junction gebaut und dafür gesorgt, dass die nächste Stadt entstehen kann, in der Hoffnung, dass auch hier der Durchbruch jetzt nach Salt Lake City gelingt. Und damit nicht genug. Wir sollen ja noch mehr Städte entstehen lassen. Und da sind wir dran. Und dieses Mal geht's nach Süden, Richtung Oklahoma City, Amarillo, Santa Fe. Hier ist der berühmte Ratten Pass. Auf der Route Denver, Santa Fe. Und da wollen wir doch jetzt auch noch hin, oder? Ganz bestimmt. Aber zuallererst hier unten Oklahoma, Dodge City, Wichita, Dodge City ist der nächste Punkt, an den wir uns ausbreiten wollen. Und Dodge City, benannt nach Granville Mellon Dodge, wird für uns das Portal hier in den Südwesten sein. Und das heißt, wir bauen hier als nächstes einen Bahnhof. Und wir werden erstmal Dodge City anschließen und dann von Dodge City weiter uns ausbreiten. Dodge City braucht Holz, Dodge City braucht Fleisch, Dodge City braucht Getreide. Getreide haben wir hier, Getreide haben wir da. Holz ist das Problem, denn Holz ist in Roberts Hall vermutlich. Foster Station werden wir vermutlich direkt dahin verbinden und sagen, okay, fahren wir da hoch. Das kriegen wir hin. Dann kommt auch das Holz hier hinten her. Das sollte nicht das Thema werden. Dodge City, Fleisch haben wir in Wichita. Aber nicht genug. Da müssen wir noch irgendwo herbekommen. Aber ich sehe da keine größeren Hindernisse. Kommen wir erstmal zu Wichita. Hier hatten wir das ja schon mal angedeutet. Hier im Norden haben wir diese Route mal gebaut. Um das Geld für ein Ding abzugreifen. Förderung. Fördermittelbetrug. Wir bauen hier jetzt erstmal die Personenstrecke raus. Und sehen, das hier ist... Ist das die Güterstrecke nach North Platte? Was haben wir da gebaut? Ah ne, das hier ist die Güter... Das ist die Güterstrecke? Das ist tatsächlich die Güterstrecke. Hier gibt. Das hier ist die Personenstrecke, okay. Das ist ja wild. Wenn ihr die Güterstrecke seid. Dann kann ich euch ja auch hier locker hoch verlängern. Einmal Richtung dann bauen wir das hier auch gleich doppelt aus und wir bekommen es hin mit Gleisrichtungsumkehrer und Weichenkopf, aber dass ich mich da nicht an mein übliches Baukonzept gehalten habe, das verwirrt mich. Müssen wir hier überlegen, was wir mit der Personenstrecke machen oder ob die Leute halt hier umsteigen müssen, weil wir Oklahoma und Dodge City über andere Wege anschließen. Ich glaube, die Leute müssen umsteigen, aber das macht nichts. Also gut, wir bauen hier Richtung Dodge City. Und das ist das südliche Gleis. Passt. Und zurück. Damit haben wir schon mal die Grundlage dafür gelegt, dass auch Dodge City entstehen kann. Und für Dodge City Einzug bitte mit Weichenkopf, den wir brauchen. Und dann bauen wir bitte von Dodge City nach Foster Station. Und ja, zwei Frachtlokomotiven
Das sollte... Das ist ja alles, was wir brauchen, ne? Dann fahren wir erstmal mit 2 Frachtlokomotiven. Und ich sehe hier tatsächlich... Oh, ist eine Umgehung? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber wir wollen dann hier, wie ich schon sagte, Gleis 3 und 4. Das soll dann die entsprechende Überlandlinie sein für Dodge City, die das Ganze hier auch mit Oklahoma City verbindet. Wir wollen ja mehr Passagiere im Netz Richtung Wichita. Und das geht nach hier. Und das geht nach da. Dann haben wir hier auch noch den Anschluss ans Güternetz möglich. Das sieht doch gut aus. Und... Oh, ich sollte die Zeit mal laufen lassen. Auch wieder ein guter Ansatz, dass es weitergeht. Hier ist rechts, hier ist links. Hier ist rechts. Hier. Und dann fahren wir das gute alte Kopfbahnhochkonzept. Auch gut. Ja, Union Pacific wächst und wächst. Das ist fein. Aber für uns ist jetzt erstmal wichtig, wir wollen von Wichita, Dodge City, Wichita, Oklahoma City, die natürlich, ich hab's wieder direkt gemerkt, bevor es irgendjemand von euch sehen konnte, keinen Weichenkopf haben. Also, Dodge City, Wichita, wo fehlt jetzt der Weichenkopf? Ah, am Südende von Dodge City. Ah, da war noch was. Und dann haben wir Wichita, Oklahoma City, Wichita, Dodge City. Ja, jetzt haben wir es in allen Varianten einmal probiert. Gucken wir, ob die jetzt passt. Bitte nur Expressgüter mit Speisewagen. Ui, 700.000 Verdienst plus. Wir schauen in die Liste rein. Wo ist es eskaliert? Fracht ist nach oben gegangen. Passagiere nicht so sehr. Post geht mit. Großartig. Also Ausbau hier auch in den Süden. Und dann show me the way to Amarillo. Da sind wir unterwegs. So, jetzt ist das natürlich wieder rausgefallen. Super. Auf der Zuglinie... Ist ernsthaft? Haben wir jetzt die komplette Zuglinie gelöscht? Großartig. Also, welche Variante haben wir noch nicht probiert? Genau, wir fahren von Dodge City nach Wichita, nach Oklahoma City, nach Wichita mit 4 Expresszügen. Ab dafür. Und haben natürlich vergessen, die entsprechenden... Habe ich jetzt einen Kühlwagen dran gehangen? Das wollte ich nicht. Ich wollte einen Postwagen umbauten. Aber ihr seht, der Zug in Wichita oder nach Wichita ist bereits vollgefüllt von Dodge City. Jetzt ist nur der wichtige Punkt, dadurch, dass ich die Streckenführung hier so ein bisschen wild gebaut habe. Nolan Bahnhof. Wichita. Okay, das ist in Ordnung. Kansas City, Topeka. Okay, da... Es ist... Okay. Da fahren wir jetzt doch aufs Personengleis. Nee, das Personengleis ist Gleis... Ach, egal. Mit der Stadt. Dodge City, Wichita. Die haben wir. Foster Station, Wichita, haben wir. Wie sieht es bei euch mit der Zuglinie? 60%, okay, das ist gut. Dann Kansas City, Topeka. Ist gut. Nolan Bahnhof, Wichita. North Platte, Wichita. Gut, so, Dodge City. Da müssen wir den Zug bearbeiten. Und zwar
hier brauchen wir erstmal ein Wartungsdepot. Und dann haben wir Foster Station. Ah doch, der fährt richtig. Ah ja, klar, der wird ja nicht hinten nach hinten verlängert. Okay, also gut. Entsteht auch Dodge City. Das ist doch eine gute Leistung. Dann geht's hier auch im Westen weiter. Und wir hoffen, dass das gut wird. So. Irgendwas auktionieren wir da. Abwerben. Ich glaube, das müssen wir nicht. Oh, jetzt haben wir die Steigerung verpasst. Aber Dodge City ist am Wachsen. Wenn der Zug hier ankommt. Was fehlt Dodge City noch? Da ist noch gar keiner angekommen, ne? Das ist der erste. Aber hier kommen die Personenzüge und die Personen können hier in Wichita umsteigen. Da ist ein Wartungsdepot und jetzt ist da auch ein Restaurant. Für mehr Einnahmen. Wow, voller Bahnhof. Und was hat er dabei? Rinder von Nolan Bahnhof. Eieiei. Und warum stehst du da vorm Bahnhof? Weil du das Fleisch rausfährst. Sehr, sehr gut. Ich finde sowas immer großartig. Jetzt ist da oben letzte Tour ohne Ladung. Was bist du? Cheyenne Davis Stop. Cheyenne Davis Stop. Hier, hier, hier. Darf. Ihr habt ohne Ladung. Hell yeah. Weil Cheyenne. Okay, da ist der Bedarf eh 100% gedeckt. Das muss einfach wachsen. Ja. Malone, halt. Was ist hier los? Du bist einfach nur defekt anscheinend. Dann warten wir hier auch. So. Du lieferst die Sachen nach da oben, aber kannst die noch nicht abholen. Letzte Tour ohne Ladung. Hier wirst du jetzt aber doch bitte Getreide aufladen. Oder? Was sagt Grand Junction? Oh, Grand Junction ist schon entstanden. Ja, Wahnsinn. Grand Junction ist schon entstanden. Und die Lagerhalle hier? Was sagt die Lagerhalle von Grand Junction? Wo ist die Lagerhalle von Grand Junction? Die ist am Bahnhof, nicht bei... Okay. Hat echt viel raus zu transportieren. 4 Wochen Lagerzeit. Dann müssen wir den Abtransportzug hier. Ja, genau. Den Abtransportzug aus Grand Junction. Der muss höher frequentiert werden. Das ist der hier, nach Davis Stop. Oh, der braucht Wasser. Das ist vielleicht ein Thema. Der da umbaut auch Wasser. Hier Wasser und da Wasser. Sehr gut. Aber diese Zuglinie scheint noch mehr vertragen zu können. Einfach, weil das Zeug raus muss. Wir gucken mal. Kelly Rust, Grand Junction. Ja, das ist eine Beladestrecke. So. Und ja, bevor wir uns aus dieser Folge verabschieden, kommt noch was ganz Wichtiges. Nämlich die Cheyenne Rock Springs Direktverbindung. Wir wollen da ja... Und...
Das ist ja der ganze Sinn der Aktion. Hier entlang. Hier kommen wir da nicht hoch. Wieso bekomme ich ihn nicht hoch? Oh Gott, es tut mir leid. Wir fahren hier um den Hügel rum. Darüber. Und jetzt hier vorbei. Hier durchs Gebirge. Da anschließend und dann müssen wir von hier. Was fehlt? Wo ist der Kasus Knaxus? Knactus. Knack. Zack, die Wack, dass wir da nicht rauskommen, ne? Ernsthaft? Das haben wir schon schön geplant und dann kommen wir da hinten nicht raus. Okay, dann machen wir das nochmal. Also, wir wollen hier Cheyenne geradeaus rausfahren. Hier nach Norden. Hier durch. Den Berg schön umfahren. Den Punkt hier ein bisschen so. Dann passieren wir das so und so. Und dann bis da. Zack. Und dann müssen wir hier einmal die Durchfahrt wegmachen. Weil hier kommt die Expressroute. Und die geht natürlich vor. Hier anschmiegen und drüber. Und natürlich bauen wir die auch hier raus. Und dann ergänzen wir die hier. Und ihr sollt... Hier rüber, ihr fahrt oben rüber und dürft dann hier einmünden. Okay, da wird die Brücke zu eng. Das ist ja auch eine interessante Leistung. Jetzt hätte ich gern hier die Brücke nach da drüben. So, sehr gut. Und dann aufs andere Gleis. So passt. Und dann können wir hier drauf. So, das heißt, einmal der Zug wird dann hier aufgeteilt und gibt zwei Brücken. Und das ist diesmal nicht im Saarland. Grüße nach zwei Brücken. Hab dort nette Menschen kennengelernt. Zwei Brücken war toll, immer wenn ich dort war. Ist leider auch schon wieder Jahre her, aber Grüße nach zwei Brücken. Und hier haben wir dann unsere Rennstrecke nach Cheyenne gebaut. Weichenkopf wird eingesetzt und von Cheyenne nach Rock Springs eine Express-Lok. Bitte Expressgüter, Speisewagen, Postwagen, zwei Stück an der Zahl, Abfahrt zum Erfüllen der Mission. So, wird Cheyenne repariert? Das ist die große Frage. Oh, jetzt fehlt an der Piste natürlich. Das ist klar, da fehlt ein Wasserlager. Das können wir am Anfang setzen und dann ist gut. Und ja, Cheyenne wird wachsen.
Rock Springs wird wachsen, Grand Junction, Verbrauch haben sie, aber noch keine Bedarfsdeckung. Was fehlt den Leuten? Mais und Zeug und alles. Aber das wird kommen, sobald hier aus Davis Stop, das nennen wir jetzt mal um in Rocky Lager. Dass wir hier einen entsprechenden Namen haben. Da sind die Waren aus den Rockies eingelagert. Aufgabenliste, das haben wir. Cheyenne haben wir auch gleich. Und dann sind wir an der Schwelle dazu, hier alles erreicht zu haben. Und ja, Salt Lake City, ich möchte hier hinten über den Ratten Pass dann. Das kommt auch noch, dass wir hier aus Dodge City kommen. Ist Dodge City schon gegründet? Nein, was fehlt Dodge City? Noch Holz. Eieiei. Ihr bringt Dodge City Passagiere und warum fährst du da? Also, weil du nicht im Gütergleis fährst. Das ist richtig, was du da machst. Ich habe den Zug überhaupt nie kritisiert und da ist das Holz für Dodge City. Sehr gut. So, und damit dürfte das gewesen sein. Wir schauen nochmal in die Statistik rein. Ja, wir haben noch einen Haufen Geld auf der Bank. Aber das wollen wir beim nächsten Mal ausgeben. Dann kommt auch der Cross von Denver hier runter. Das sehe ich schon kommen. Und ich könnte mir vorstellen, hier gibt es weitere schöne Städte, die wachsen sollen. Da geht's richtig nach vorne. Müssen wir nur gucken, wie das Ganze weiter wächst. Spannend wird es hier vorne, wenn es dann beim nächsten Mal nach Salt Lake City geht. Rock Springs freut sich schon. Aber das machen wir erst, wenn unsere Schnellfahrstrecke hier, die wollen wir durchbauen nach Salt Lake, ihre Express hat, ihre Express-Klassifikation bis Juni 68. 4 Städte gründen, haben wir bald. Nein, Moment, wir haben 1 gegründet, Rock Springs. Ne, 1 haben wir gegründet, Cheyenne. Rock Springs ist 2, Grand Junction ist schon gegründet und Dodge City ist 3. Okay, also gut, Dodge City brauchen wir auch noch. In diesem Sinne, das war der Überblick für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann.